Okay, liebe Leute, im heutigen Video geht es um die DC6 und Tastaturbefehle und wie man sie über Scripts, über X's und O's auch einbinden kann. Bevor es richtig losgeht, aber wieder der Hinweis, wir haben einen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern und einem mehrköpfigen Supporter-Team. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, ihr euch mit anderen darüber austauschen wollt oder Mitspieler sucht, dann kommt dazu uns auf den Discord. Ihr findet dort auch viele meiner Videos, Mods und Links nach Kategorien sortiert. Den Link zum Discord selbst findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Gut, liebe Leute, wie gesagt, heute geht es darum, wie man viele Sachen in der DC6 mit Tasten ansprechen kann. Leider geht das nicht ganz ohne Zusatzsoftware. Ich habe das im ersten Video zu X's und O's schon mal erklärt, dass viele Mods oder auch Add-ons eigene Variablen definieren. Die nennt man L-Vars. Und die DC6 von PMDG, die hat rund 300 eigene Variablen. Die werden dann einfach durch die Entwickler benutzt, um ein Flugmodell zu programmieren. Und die Variablen werden dann definiert durch die Entwickler und sind dann aber ganz oft durch Standard-Tastenbefehle des Microsoft Flight Simulators nicht anzusprechen. Das heißt, in der DC6 kommen wir mit Standardtasten nicht wirklich weit. Und dann kommt man einfach um eine Zusatzsoftware nicht herum, weil diese sogenannten L-Vars nur über Scripts im Moment angesprochen werden können. Und das beste Programm in meinen Augen dafür ist einfach X's and O's. X's and O's ist Payware. Ja, die Oberfläche sieht so aus. Ich werde jetzt möglicherweise immer nur noch AAO dazu sagen. Das bedeutet im Prinzip X's and O's. Ich habe schon mal ein extra Video gemacht, wie X's and O's installiert wird, auch wo ihr es bekommt und wie wir Achsen zuordnen. Heute geht es aber darum, Skripte zuzuordnen, insbesondere für die DC6. Alles, was ich hier zeige, kann man natürlich auch andere Flugzeuge anwenden. Wir machen uns hier einfach zunutze, dass es für X's and O's auch Stream Deck Profile gibt. Ganz viele. Und zwar bei FlightSimTO. Selbst wenn man kein Stream Deck hat, kann man diese Profile nutzen, denn diese kommen in der Regel mit einer ganzen Menge Scripts. Die Scripts in X's and O's finden wir hier oben unter Scripting und beim Script Editor. Ja, hier würden wir jetzt unheimlich viele Skripte finden für den A320 bei mir zum Beispiel, für die PMDG 6, DC6. Und die habe ich natürlich alle nicht selber geschrieben. Ja, die habe ich mir alle aus Streamdeck-Profilen rausgeholt. Und hier kann man auch genau angucken, ne, wie so ein Skript aussieht. Ja. Und man kann das natürlich alles selber rausfinden, aber zum Beispiel sind die lokalen Variablen der DC6 einfach nur durchnummeriert. Ja. DC6 00 bis fast 300 Object. Ja, also man kann nicht wirklich suchen nach, weiß ich nicht, Supercharger oder Cowlflaps oder sowas. Und das ist unheimlich aufwendig. Deshalb nutzen wir einfach die Möglichkeit, von anderen Leuten die Skripte schon zu benutzen. Wie kriegen wir die Skripte jetzt rein ins AAO? Ja, also diese ganzen Geschichten. Das ist ganz einfach. Wir gehen auf FlightSimTO, suchen uns ein entsprechendes Streamdeck-Profil raus. Hier das DC6 Streamdeck-Profil von Günseli. Den Link haue ich auch in die Videobeschreibung rein. Und wir klicken einfach auf Download und laden uns das Ganze runter. Im Download-Ordner sollte sich jetzt befinden die ZIP-Datei PMDG DC6 1.0. Ein paar Zahlen hinten dran. Das kommt dann immer darauf an, welche Version wir gerade runterladen bei FlightSimTO. Und in dieser ZIP befindet sich eine XML. Na, die AAO PMDG DC6 XML. Das ist im Prinzip die einzige, die uns hier interessiert, wenn wir nur die Skripte wollen. Wer natürlich ein Stream Deck hat, kann natürlich auch gleich das Stream Deck Profil benutzen. Ist klar. Aber viele Leute haben das nicht und trotzdem, wie gesagt, ist das interessant, weil wir hier die ganzen Skripte drin haben. Ja, in der AAO PMDG DC6 XML. Die ziehen wir uns kurz raus, extrahieren die irgendwo hin, ist egal, ihr müsst nur wissen, wo sie liegt. Und die importieren wir jetzt ins AAO rein. Und zwar über Scripting. Import Scripts und dann gehen wir einfach auf den entsprechenden Ordner und öffnen die Datei. Ich habe das schon gemacht, ich mache es jetzt nicht nochmal. Und dann sind die Skripte im X's and O's vorhanden. Ja? Man sieht die Skripte dann entweder im Script Editor oder auch nachher in der Auswahl bei der Tastenzuordnung. Nachdem wir jetzt die Scripts importiert haben, können wir Tasten zuordnen.
Und dabei ist noch eins zu beachten. Und zwar, wenn man eine Taste drückt, wird sie über X's und O's einmal ausgelesen und dann die entsprechende Funktion direkt an den Flugsimulator weitergeleitet. Aber die Taste wird natürlich auch vom Flugsimulator erkannt. Das heißt, ihr müsst Tasten benutzen, die ihr im Flugsimulator freigemacht habt, beziehungsweise die im Flugsimulator irgendwie was auslösen, was in der DC-6 nicht funktioniert. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht plötzlich doppelte Aktionen hier hat. Und jetzt versuchen wir einfach mal zum Beispiel die Cowl-Flaps mit Tasten zu bedienen. Die hier. Und dann vielleicht auch mal die Supercharger, einfach um das Prinzip zu erklären. Wir gehen hier in der Button-Sektion einmal auf das grüne Plus, klicken hier oben bei Key-Up-Event erstmal rein und scrollen jetzt zu den PMDG-Scripts runter. Ja, wir sehen hier schon eine ganze Menge. Und zwar haben wir mehrere Kategorien. Einmal Avio, External Connections, Gyropilot, Lights, Overhead Main und Pedestal. Und in jeder dieser Kategorie sind ganz viele Funktionen drin. Ja, das sind im Prinzip jetzt direkt Funktionen, die auch gut beschrieben sind. Zum Beispiel sehen wir hier All Cowl Decrease, All Cowl Increase. Ein bisschen Englisch muss man können, oder Engine 2 Cowl, also man könnte die doch einzeln machen. Wir haben hier drin die Magneto-Switches, ja, Decrease, Increase. Wir haben hier die Fuel Boost Pumps drin, wobei ich damit schon getestet habe, das funktioniert nicht richtig, weil die Fuel Boost Pumps, die haben eigentlich drei Stellungen. Also das habe ich nicht hinbekommen, aber Supercharger funktionieren. Wir haben zum Beispiel im Gyropilot ganz viele Funktionen, ja, den Disconnect Lever On Off, Alt-Hold Toggle. Wir können den Mode umschalten zwischen Heading, Localizer und Approach oder halt auch einfach den Knopf Decrease, Increase, also drehen. Wir können die Pitch direkt mit Tasten steuern und so weiter und so fort. Ja, hier sind ganz viele Funktionen jetzt drin und da kann jeder sich das raussuchen, was er braucht. So, wir wollen die Cowl Flaps einmal öffnen und schließen. Wir nehmen einmal erstmal zum Schließen Decrease und drücken zum Beispiel die 1. Manchmal kann es sein, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert, dass er die Taste erkennt, dann einfach kurz Add drücken. Ja, dann hat er hier oben PMDG. Also das ist immer nach Alphabet geordnet. Man muss ein bisschen aufpassen. Er schiebt es dann manchmal nach oben, je nachdem, was er schon drin hat. Hier ist Overhead Main All Cowl Flaps. Ich klicke jetzt nochmal rauf, drücke jetzt die 1 und jetzt erkennt er hier auch die 1 als Taste, die ich nehmen möchte. Save das. Das heißt, mit 1, ja, kann ich die jetzt immer eine Stellung decreasen, also verringern. Jetzt wollen wir noch natürlich wieder die Dinge auch machen können. Klicken auf Plus. Gehen wieder runter zu den Scripts von der PMDG DC6, Overhead Main. Und klicken jetzt auf Cowl Flaps Increase. Und drücken jetzt die 2. Das heißt, ich kann jetzt mit den Tasten 1 und 2 die Cowl Flaps steuern. Und zwar alle zusammen. Ja, brauche ich nicht mit der Maus drum reden. Und das ist super, super, super cool. Und das kriegt man halt, wie gesagt, nur mit Scripts hin. Jetzt hauen wir nochmal ein Script für den Supercharger rein. Oder nein, wir gehen mal runter in den Gyropilot. Wir erstellen uns jetzt mal noch zwei Tasten. Und zwar, um zum Beispiel diesen Drehknopf zu bewegen. Ja? Einmal nach links und einmal nach rechts. Und wir gehen auf Plus. Gehen wieder bei Key Up Event rein. Suchen erstmal die PMDG Scripts und gehen jetzt auf Gyropilot. So. Und wir haben hier den Mode Toggle oder den Mode Knopf, einmal Decrease, einmal Increase. Wir gehen erst auf Decrease, AP Mode Decrease, nehmen die Taste 3 dafür, Add. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit Increase, also PMDG Gyropilot, Increase und nehmen die 4, Add. Und jetzt können wir diesen Knopf mit den Tasten 3 und 4 steuern, zum Beispiel. Ja, da kann natürlich jeder die Tasten nehmen, die er möchte. Und so kann man den Autopilot halt auch schnell bedienen, ohne hier rumspringen zu müssen. Am Ende gibt es jetzt noch eine wichtige Sache, die wir beachten müssen. Und zwar speichert X's und O's die Zuordnungen immer pro Livery. Das heißt, wenn ihr am heutigen Tage eine bestimmte Livery der DC6 nehmt und ihr erstellt euch die ganzen Zuordnungen und ihr ladet am nächsten Tag eine andere Livery rein, dann ist das Feld leer. Das Ganze kann man jetzt aber über Templates lösen, indem man die Zuordnung, die man erstellt hat, als Template, also als Vorlage speichert. Das Ganze geht über den Menüpunkt Templates, dann Save Current Setup as Template, hier raufklicken und dann entweder einen neuen Namen eingeben oder halt
wenn man eine Vorlage aktualisieren möchte, einfach die entsprechende Vorlage anklicken, Save und überschreiben. Und wenn man dann am nächsten Tag eine andere Livery spielt, kann man das Template dann zuordnen, also die Vorlage über Templates, Apply a Template to this Aircraft, anklicken, dann die entsprechende Vorlage raussuchen, an die DC-6, Apply drücken. Und wenn das Ganze hier leer ist, ist es egal, welches ihr drückt von den beiden, in der Regel nämlich Replace. Damit wird das Ganze ersetzt. Merge würde bedeuten, dass man es mit bereits existierenden Zuordnungen für das Flugzeug einfach zusammenführt. Kommt jetzt in dem Beispiel hier nicht in Frage. Und so kann man halt viele Sachen wirklich mit Tasten steuern. Gerade wenn man dann so fliegt in der Sicht, kann ich jetzt über die Tasten den Autopiloten-Modus toggeln. Ich sehe das auf meiner Leiste hier unten immer auch. Ja? Hier ist gerade der Gyropilot-Modus aktiv. Ich drücke einfach nur die Taste Localizer und dann kann ich hier umschalten. Beziehungsweise auch die Cowl-Flaps öffnen und schließen mit einer Taste und zwar alle zusammen. Ja, und das sind im Prinzip die Scripts, die über X's und O's ausgelöst werden. Eine ganz, ganz coole Sache. X's und O's ist aber Payware. Denkt dran, es kostet glaube ich so unter 20 Euro. Gibt es zum Beispiel auf The Market. Der Autor ist auch aus dem deutschsprachigen Raum und ist auch sehr, sehr nett. Und wenn man Probleme mit X's und O's hat, kann man ihn auch anschreiben. Und er reagiert eigentlich auch auf viele Anfragen sofort. Es gibt auch eine Demo-Version auf der X's and O's Seite. Und da kann man erstmal gucken, ob das Programm denn das macht, was man sich so vorstellt. Und sich das dann später dann erst kaufen, wenn man der Meinung ist, okay, es bringt was. Okay, liebe Leute, das soll es dann auch gewesen sein. Denkt dran, wir haben einen Discord-Server mit über 3000 Mitgliedern und einem kompetenten mehrköpfigen Supporter-Team. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, ihr Mitspieler sucht oder ihr euch mit anderen einfach darüber austauschen wollt, dann kommt da zu uns auf den Discord. Ihr könnt dort inzwischen auch eine Meta-Abfrage machen und ihr findet dort viele meiner Videos, Mods und Links nach Kategorien sortiert. Den Link zum Discord selbst findet ihr oben rechts auf der YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen bzw. geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.